Sie möchten, dass mehrere Teams agil zusammenarbeiten, wissen aber noch nicht, welches Framework Sie nutzen wollen. Dann bleiben Sie dran. Ich stelle Ihnen heute die drei wichtigsten Frameworks vor und einen Werkzeugkasten, um das richtige Framework für Sie auszuwählen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Projekte agil managen. Mein Name ist Mike Scheele, ich bin Agile Coach und Programmmanager. Heute geht es um das Thema agile Skalierung. Ich stelle Ihnen die drei wichtigsten Frameworks vor: Safe, Less und das allseits beliebte Spotify-Modell. Zu allen drei Modellen gebe ich Ihnen bestimmte Vor- und Nachteile und in welchen Situationen Sie dieses Modell am besten anwenden können. Zusätzlich können Sie unten noch einen Link finden, mit dem Sie das Tool runterladen können, um Ihr Unternehmen zu bewerten, um herauszufinden, was für Sie denn am besten geeignet ist. Das Video ist eine Aufnahme von einem Webinar, was ich zusammen mit einem Partner durchgeführt habe. Falls Sie sich für weitere Webinare interessieren, unter dem Link finden Sie auch die verschiedenen Termine zu den Webinaren, die wir anbieten. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Wenn dann die Entscheidung auf ja, eine agile, skalierte Organisation gefallen ist, ist die Frage, mit welchem Framework gehen wir voran? Es gibt hier drei große Player: Less, Spotify und Safe. Es gibt auch noch andere am Markt, wie zum Beispiel Nexus. Die sind aber relativ wenig präsent. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal um diese drei kümmern. Das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man nicht genau weiß, was man will und ein bisschen Unterstützung braucht. Man fragt einen Experten. Problem an einem Experten ist, diese Jungs und Mädels sind in der Regel Experten in einem bestimmten Framework. Ja, das geht auch so weit, dass gerade im Bereich Less und Safe auch Partnerschaften aufgebaut werden zwischen dem Anbieter und dem entsprechenden Unternehmen. Diese Partnerschaften kosten in der Regel auch ein bisschen Geld. Und um das wieder reinzukriegen, wird Ihnen natürlich ein Less-Partner immer Less als passend empfehlen. Ja, das gleicht natürlich bei Safe. Das heißt, wenn die mit Safe eine Partnerschaft eingegangen sind, ist Safe immer das beste Framework, was sie nutzen können. Anders die Leute, die oder die Unternehmen, die keine Partnerschaft oder Lizenz haben, die werden Ihnen in der Regel Spotify empfehlen, weil das halt ein freies Framework ist. Da gibt es in dem Sinne keine Lizenzen darauf. Ja. Um da ein bisschen aus dieser Falle, aus diesem Deadlock herauszukommen, in dem Anbieter und dem entsprechenden Unternehmen, diese Partnerschaften kosten in der Regel auch ein bisschen Geld. Und um das wieder reinzukriegen, wird Ihnen natürlich ein Less-Partner immer Less als passend empfehlen. Ja, das gleicht natürlich bei Safe. Das heißt, wenn die mit Safe eine Partnerschaft eingegangen sind, ist Safe immer das beste Framework, was sie nutzen können. Anders die Leute, die oder die Unternehmen, die keine Partnerschaft oder Lizenz haben, die werden Ihnen in der Regel Spotify empfehlen, weil das halt ein freies Framework ist. Da gibt es in dem Sinne keine Lizenzen darauf. Es gibt natürlich auch Unternehmen bzw. Berater am Markt, die da sehr, sehr offen mit umgehen, die keine bestimmte Fokussierung haben. Problem ist natürlich, diese zu finden. Ja, das wird man Ihnen ja nicht direkt sagen. Verkaufen oder wir bieten nur Safer. Um hier also ein bisschen, ich sag mal, Objektivität reinzubringen, habe ich ein System entwickelt, was auf drei Dimensionen basiert. Davon sind zwei Dimensionen eher harte, das heißt, ich sag mal, messbare Dimensionen. Die dritte Dimension geht eher auf die Unternehmenskultur ein, sprich, inwieweit würden meine Mitarbeiter auf diese Frameworks reagieren. Fangen wir mal mit den beiden harten Dimensionen an. Wir haben auf der einen Seite die Produktbreite. Produktbreite bedeutet, wie viele Produkte habe ich eigentlich im Angebot? Habe ich praktisch nur eins, welches ich meinen Kunden anbiete? Da habe ich eigentlich eine ganze Suite an verschiedenen Produkten, die vielleicht auch an verschiedene Kundenkreise gehen. Wenn ich das vergleiche jetzt ziehen möchte, Autobauer. Ja, so ein Daimler hat ja nicht nur eine A-Klasse, der hat auch eine B-Klasse, eine C-Klasse, eine E-Klasse und was da noch alles an Modellen durch die Gegend fliegt. Dagegenüber haben wir die Produkttiefe. Ja? Das heißt, wie umfangreich, wie komplex ist ein Produkt? Wenn ich hier wieder auf den Autobauer gehe, Stichwort A-Klasse, habe ich verschiedene Modellvarianten. Ich habe die AMG-Version, ich habe verschiedene Motorentypen.
Ich habe vielleicht einen Dreitürer oder Fünftürer. Ich habe verschiedene Varianten, was die Innenausstattung angeht. Das heißt, das Produkt Auto A-Klasse ist in der Tiefe relativ komplex. Das Ganze können wir jetzt auf eine Matrix aufbauen. Ja, der einfachste Fall ist, ich habe ein Produkt und dieses Produkt ist einfach. Ja, nicht wissen, was komplex. Das ist natürlich der klassische Fall für ein Team. In die Skalierung kommen wir jetzt rein, wenn wir in die anderen Quadranten reingehen. Der erste Quadrant ist, ich habe immer noch ein Produkt. Es ist aber komplex. Das heißt, ich brauche mehrere Teams, um dieses Produkt zu bauen bzw. zu warten. Hier brauche ich eine sehr intensive Abstimmung zwischen den Teams. Hier geht es nicht nur um Ressourcen. Ja, also wenn wir jetzt gerade in der Programmierung sind, wenn ich einen Branch auschecke, können die anderen Teams halt nicht daran arbeiten, bis ich wieder eingecheckt habe. Das heißt, es muss die Arbeit abgestimmt werden. Wenn ich mal wieder auf das Beispiel Autos zurückgehe, der Motor muss natürlich auch in das Auto passen. Ja, und wenn ich verschiedene Varianten anbiete, müsste natürlich auch abgestimmt sein, dass sie sich nicht überschneiden. Ja, das heißt, die Teams müssen sich sehr intensiv regelmäßig abstimmen. Das Ganze nennen wir auch taktische Abstimmung. Ja, das heißt, hier muss ich, auch wenn ich agil skaliert arbeiten möchte, entsprechend einen hohen Grad an Abstimmung darstellen. Die andere Variante ist, ich habe viele verschiedene Produkte, die aber in sich relativ einfach sind. Das heißt, jedes Team hat ein Produkt. Hier ist der Abstimmprozess nicht ganz so wichtig, weil die Teams halt individuell und autark an ihrem Produkt arbeiten. Ich brauche aber eine Art strategische Abstimmung. Ja, wenn ich wieder in dieses Autobeispiel reingehe, eine A-Klasse oder eine B-Klasse, hier muss ich ja eine in sich abgestimmte Produktpalette haben. Nicht, dass die Zielgruppe für A- und B-Klasse dieselben sind. Ja, dann würden wir uns ja gegenseitig in die Parade fahren. Das heißt, hier brauche ich eine strategische Abstimmung über die Produkte, aber eine taktische Abstimmung, wo es wirklich in eine tägliche Synchronisation reingeht, brauche ich in diesem Fall nicht. Dann kommen wir in den, ich sag mal, komplexesten Fall, die sogenannte große Organisation. Das heißt, ich habe mehrere Einheiten für mehrere Produkte. Ja, das heißt, es ist eine Mischung. Es kann also sein, dass ich größere Produkte habe, wo ich eine taktische Abstimmung brauche, wo also mehrere Teams dran arbeiten, die als komplex, als Einheit, aber wiederum in eine Strategie eingebunden werden müssen. Das heißt, hier habe ich beides. Ich habe eine strategische Abstimmung zwischen den Produkten. Ich habe aber auch eine taktische Abstimmung zwischen den verschiedenen Einheiten. Hier ist das Ganze natürlich deutlich komplexer aufzubauen als in anderen Bereichen. Bevor wir jetzt in die einzelnen Frameworks reingehen, nochmal einen Blick auf die Unterscheidung zwischen Organisation und Einheit. Grundsätzlich ist die Synchronisation, die Abstimmung in einer Organisation gegenüber einer Einheit deutlich leichter. Ja, sie brauchen wesentlich weniger Abstimmung, entsprechend wesentlich weniger Prozesse und Regelmeetings. Wenn ich mir jetzt hier mal eine, ich nenne es mal typische IT-Organisation ansehe, habe ich hier ein SAP ERP, also ein transaktionales System, in dem die Prozesse des Unternehmens ablaufen, und ein Business Intelligence System, das heißt ein Reporting-System, was darauf aufsetzt. Das ist eine sehr, ich würde mal sagen, typische Aufteilung, sehr ähnlich zu der, wie wir sie auch in Heidelberg Zement hatten, wie ich sie aber auch in sehr vielen Unternehmen sehe. Das heißt, ich habe eine technologische Aufteilung der Abteilungen. Interessanterweise, innerhalb dieser beiden Abteilungen war die Untergruppierung wieder sehr ähnlich. Das heißt, wir hatten Leute, die sich um Finance gekümmert haben, also Buchhaltung, Controlling, Logistics und Sales. Und die haben dann jeweils ein Team innerhalb dieser Abteilung geführt. Problem an der ganzen Sache ist, weder die Kunden noch die Wertströme interessieren sich dafür, wie diese Abteilungen aufgebaut sind. Die gehen nämlich über die Technologie hinweg. Ja, also Beispiel Sales. Ich habe Vertriebsleute, die halt im Markt ihre Produkte verkaufen. Und am Ende möchte ich aber auch wissen, in welcher Region, in welchem Segment bin ich eigentlich besonders stark. Dafür brauche ich das Reporting. Das heißt, der Wertstrom geht über die
technologisch aufgestellten Abteilungen hinweg. Je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist, kann das zu größeren Problemen führen. Also bei Heidelberg Zement war das teilweise sogar so, dass ein Kunde, der ein neues Projekt haben wollte, zwei Projektanträge stellen musste, damit die beiden Abteilungen überhaupt etwas gemacht haben. Können Sie sich vorstellen, dass das nicht besonders effizient ist. Das heißt, vom Setup denkt man erstmal, wir haben eine Organisation, wir haben getrennte Einheiten, die sind autark, die arbeiten zwar ab und zu miteinander, müssen sich aber nur ab und zu strategisch abstimmen. In der Realität hat sich aber gezeigt, dass es eigentlich wie eine Einheit zu managen war. Ja, das heißt, hier hat unser organisatorisches Setup nicht auf den Wertstrom gepasst. Das hat dann, als wir dann angefangen haben, agil zu skalieren, zu grundsätzlichen Verwerfungen geführt. Ja, von daher, wenn Sie sich überlegen, agil zu skalieren, schauen Sie sich auf alle Fälle nochmal Ihre Organisation an, ob die darauf passt oder ob man die vielleicht anpassen muss. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Frameworks. Wir fangen mit LESS an. LESS ist die Abkürzung für Large Scale Scrum. Sie sehen hier das Bild von Large Huge, das heißt von relativ vielen Teams. Hauptcharakteristik von LESS ist meiner Meinung nach die Anordnung, die zentrale Steuerung durch einen Product Owner, beziehungsweise bei Large Huge noch unterteilt in Area Product Owner. Das heißt, es gibt ein zentrales Backlog und dieses wird runtergebrochen am Ende bis auf die einzelnen Teams. Die Teams haben dann jeweils ein gemeinsames Sprint-Planning. Sie sehen hier in der Grafik, das ist durchaus unterteilt. Also es ist nicht so, dass alle Teams im Sprint-Planning 1 zusammen sind, sondern das kann man durchaus unterteilen. Besonders ist hier, es gibt dann das Sprint-Planning 2. Das macht dann jedes Team für sich. Dann im Sprint gibt es regelmäßige Meetings, Dailies, die können auch gemeinsam, also teamübergreifend sein. Das kommt sehr darauf an, wie intensiv die Abstimmung sein muss. Am Ende des Sprints gibt es erstmal ein Sprint-Review. Auch hier sehen Sie, das ist nicht pro Team, sondern praktisch pro Area. Dann macht jedes Team für sich eine Retrospektive. Und dann gibt es nochmal eine gemeinsame Retrospektive über die gesamte Area. Und dann geht das halt in den nächsten Sprint. Was LESS nicht vorsieht oder vorgibt, ist eine übergreifende Retro bzw. Planung und auch Review über die Areas hinweg. Das heißt, die höchste skalierte Ebene, auf der zusammengearbeitet wird, ist die Area-Ebene. Area-übergreifend ist nicht in der konkreten Form beschrieben. Das Ganze ist natürlich hervorragend geeignet, um ein Produkt, um ein großes Produkt abzubilden. Was es nicht berücksichtigt ist, den strategischen Part. Das heißt, ich habe verschiedene Produkte, verschiedene Projekte, wie müssen die sich abstimmen? Das müssten praktisch die Product Owner mehr oder weniger auf Eigeninitiative machen. Ja, wenn wir uns mal die Vorteile anschauen, grundsätzlich, LESS ist wirklich einfach. Es ist einfach nur Scrum auf einer etwas höheren Ebene, aber ansonsten keine großen Anpassungen. Deswegen ist es auch schnell umsetzbar. Einfach Leute, die Scrum kennen, die können auch LESS nutzen. Ja, das ist keine allzu große Umstellung. Was hier auch sehr, sehr stark fokussiert ist, ist die Ausrichtung an die agilen Prinzipien sowie die Nutzung von Experimenten. Sie können sich wirklich vorstellen, es ist einfach ein Scrum mit vielen Teams. Ja, ansonsten wurde an den Umfeld, an den Bedingungen nicht viel geändert. Nachteil, weil eben nicht viel geändert wurde, gibt es keinen direkten Bezug zur Unternehmensstrategie. Der Product Owner hat einen Backlog und das wird abgearbeitet. Inwieweit das die Unternehmensziele auf die Unternehmensziele einzahlt, ist überhaupt nicht wirklich beschrieben. Dann, das hatte ich eben schon erwähnt, es gibt keine area-übergreifenden Teamentscheidungen.
Weder was die Prozesse angeht, noch was das Produkt angeht. Das ist maximal auf die Area beschränkt. Und ein weiterer Punkt, der, ja, einige würden das vielleicht als Vorteil betrachten, ich betrachte das als Nachteil. Der Fokus ist auf die Umsetzung. Ja, es wird etwas umgesetzt, es wird aber nicht konkret hinterfragt, wie stark zahlt das auf die Unternehmensstrategie ein, inwieweit hat das Unternehmen eigentlich Vorteile davon, inwieweit unterstütze ich eigentlich meine Kunden damit. Ich habe einen Backlog, das muss umgesetzt werden, das ist das, was Less macht. Das nächste Framework ist SAFe. Das sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Das können Sie sich auch im Internet nochmal zu Gemüte führen. Da ist hinter jedem einzelnen Punkt auch nochmal eine detaillierte Beschreibung. SAFe ist ein eher umfassendes Framework. Es kommt in mehreren Ausbaustufen. Die wichtigste, die brauchen Sie auf jeden Fall, ist SAFe Essential. SAFe Essential können Sie am ehesten noch vergleichen mit dem, was in Less angeboten wird. Das heißt, hier gibt es diese sogenannten Agile Release Trains. Ein Agile Release Train, das ist einfach mehrere Teams zusammengefasst, die einem übergreifenden Ziel dienen. Also ähnlich, wie Sie es gerade im Less gesehen haben. Und das Vorgehen ist auch sehr ähnlich mit einem wesentlichen Unterschied im sogenannten PI Planning. Das ist praktisch die Release-Planung auf übergreifender Ebene. Die ist wirklich vollumfassend mit allen Teammitgliedern. Die Retro, das Review und das Planning wird praktisch in einem Großraum gemacht, also eine Art Großgruppenplanung. Das Ganze wird dann noch erweitert um das Portfolio und Large Solution. Hier geht es darum, im Bereich Large Solution, dass mehrere Trains miteinander harmonisiert werden müssen. Ja, das ist also praktisch die strategische Abstimmung. Ich habe mehrere Trains, die grundsätzlich in dieselbe Strategie einzahlen und hier werden diese gegeneinander abgestimmt. Im Portfolio wiederum kommt noch mehr die strategische oder die Unternehmensperspektive herein. Das heißt, hier ist ein agiler Ansatz, das Projektportfolio zu managen und Budgets zu allokieren. Und zwar im Sinne von Lean Management. Das heißt, die Budgets sind nicht fest vorgeschrieben für die Projekte, sondern es werden praktisch die Trains finanziert und wie die Trains dieses Budget nutzen, ist deren freie Entscheidung im Rahmen der strategischen Vorgaben. Vorteile. SAFe ist wirklich unglaublich umfassend. Hier ist wirklich alles dokumentiert, um nicht zu sagen vorgegeben. Es gibt einen Ausbildungsplan, also welche Rolle braucht welche Trainings, ist ja sehr detailliert dargestellt. Die Form der einzelnen Meetings ist vorgegeben. Das heißt, das ist wirklich eine fast Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sozusagen Skalierung für Dummies. Der Fokus liegt ja nicht nur auf die einzelnen Teams, sondern es ist gerade auch darum, viele Teams und deren Abhängigkeiten untereinander zu matchen. Da liegt der absolute Fokus drauf. SAFe ist ausgerichtet an Wertströmen. Ja, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Wertströme sind eigentlich so die Prozesse, die Kunden anstoßen. Habe ich eine Wertsteigerung, einen Wertstrom durch mein Unternehmen, durch die Abteilung hinweg. Das ist das, worauf ein Release Train sich fokussiert. Und das ist tatsächlich einmalig, es gibt eine klare Formulierung, wie Budgets zu managen sind. Das heißt, hier haben Sie wirklich auch nicht nur eine skalierte agile Umsetzung, sondern wirklich ein skaliertes, agiles Portfolio-Management. Wo Licht ist, haben wir meistens auch Schatten, Nachteile. SAFe ist irre komplex. Als ich das erste Mal die Website aufgemacht habe, war ich relativ schnell überfordert. Der Aufwand, sich da reinzuarbeiten, ist ziemlich hoch. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass Sie Ihre Mitarbeiter auch damit überfordern, wenn zu viel Neues auf einmal reinkommt. Ein weiterer Punkt, Sie haben eben aufgrund der hohen Dokumentation und der vielen Vorgaben, konterkarieren Sie etwas der Sinn, warum Sie eigentlich agil machen. Das heißt, die Autonomie der Teams wird, ich will nicht sagen beschädigt, aber wird eingeschränkt. Ja, durch diese vielen Vorgaben kann es eben passieren, dass Mitarbeiter, Organisationseinheiten, die schon einen hohen Grad an Agilität und Selbstorganisation haben, sich dadurch eingeschränkt fühlen und dem Ganzen dann eher skeptisch gegenüberstehen.
Ein weiterer Punkt, den ich für, ich will nicht sagen falsch, aber für sehr realistisch halte, ist, dass man an Prozessen, die jetzt mit Safe etabliert werden, auch festhält. Ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Projektmanagement und dort gab es immer zwei Arten von Projektmanagern, die Projektmanager, die eher pragmatisch vorgehen und Projektmanager, die stumpf nach Schema F ihre Projekte, ihre Projektdokumentation pflegen. Safe bietet natürlich die Möglichkeit, aufgrund der starken Dokumentation, dass dieses Verhalten in eine agile Welt transportiert wird. Das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, hier muss man aktiv gegenarbeiten, dass man nicht von starren Prozessen im klassischen in starre Prozesse in agile reinfällt. Ja, kommen wir als letztes zum Spotify-Modell. Hier ist gleich vorwegzuschicken, Spotify ist eigentlich kein Framework. Historisch ist das so, dass Spotify schon immer agil gearbeitet hat und im Rahmen der Retrospektiven sich ständig weiterentwickelt hat. Irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, das war um 2010 herum, hat Spotify das mal auf deren Blog publiziert, gesagt, wie haben wir uns eigentlich aufgestellt. Und McKinsey hat sich das ja praktisch geschnappt und daraus ein agiles Modell oder in deren Portfolio aufgenommen, um Agilität auch entsprechend am Markt zu vertreiben. Was hier immer wieder vergessen wird, ist, das Spotify-Modell ist ein Ergebnis von mehreren Jahren Lernen und Anpassen, also nach dem agilen Prinzip Inspect und Adapt. Wenn jetzt Unternehmen dann versuchen, Spotify einzuführen, haben die halt diesen Lernweg nicht hinter sich gebracht. Dementsprechend funktioniert das in der Regel nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Ein weiterer Punkt ist, dass Spotify eben aufgrund des agilen Mindsets und dem Fokus auf Autonomie und Selbstorganisation zwar die Organisation beschreibt, aber nicht die Abläufe und Prozesse, weil die einfach davon ausgehen, dass die Teams das eigenorganisiert machen. Das heißt, auch wenn man mal nach Spotify ein bisschen im Internet sucht, sie finden immer sehr viel zu den Tribes, zu den Squads, Chaptern, Gilden und den verschiedenen Rollen. Was sie dort aber in der Regel nicht finden, ist, wie konkret arbeiten die Squads eigentlich miteinander oder miteinander? Wie sind die Squads innerhalb eines Tribes organisiert? Wie stimmen sich Tribes untereinander ab? Das ist schlicht und einfach nicht beschrieben, weil bei Spotify das eben selbst organisiert passiert. Ja. Und hier haben Sie jetzt auch eine ganz große Gefahr, wenn Sie ein neues Modell, eine neue Arbeitsweise einführen, die Lücken hat, müssen diese Lücken natürlich gefüllt werden. Ist eigentlich auch völlig sinnvoll, gerade im agilen Kontext. Problem ist, wenn Sie aus einer klassischen Organisation mit einer eher hierarchischen und ich sag mal strukturierten Denkweise kommen, dann werden diese Lücken mit eben diesen Erfahrungen gefüllt. Das heißt, sie haben hinterher eigentlich das gleiche wie vorher, bloß neue Namen. Muss man sehr genau aufpassen, wenn man es einführt. Spätestens hier wird man um das Anheuern von Agile Coaches nicht drum herum kommen. Ja, Vorteile. Ja, ist sehr offen, lässt viel Freiraum für eigene Prozesse. Als Agilist finde ich das sehr vorteilhaft. Der Fokus liegt auf Selbstorganisation und freier Entfaltung. Das ist wirklich eines der Grundprinzipien, was auch in einer sicheren Organisation wiederfindet. Ein ganz wesentlicher Vorteil ist das Tribe Leadership Trio. Das heißt, Sie haben hier tatsächlich schon organisatorisch die Kompetenzbereiche Product, Business, Technologie und Design zusammengefasst. Das haben Sie im Safe im gewissen Sinne auch. Da wird das aber eher über die Abläufe organisiert. Hier haben Sie es direkt in der Organisation. Das heißt, die Squads, also die Teams, die sind nach Produkt, nach Business, nach Service aufgebaut. Die haben dann aber diese Chapter, die wiederum nach Technologie aufgebaut sind. Dadurch wird in einem Tribe diese Matrix auch dargestellt. Nachteil ist auch gleichzeitig diese Matrix-Organisation, besonders wenn Sie aus einem nicht agilen Kontext kommen, werden die dadurch entstehenden Freiräume gerne mit nicht agilen Elementen besetzt. Ja, zum Beispiel eine ganz wesentliche Anforderung ist, dass der Chapter Lead der disziplinarisch Vorgesetzte der Mitarbeiter ist, um also diese Mitarbeiter auch zu fördern und entsprechend zu entwickeln.
Aber die fachlichen Anforderungen kommen vom Product Owner im Squad. Und um diesen Konflikt, ja, zwei Herren, um diesen Konflikt aufzulösen, wird ganz klar gesagt, dass ein Chapter keine Lieferverantwortung hat. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den üblichen Matrix-Organisationen, die Sie vielleicht kennen. Wenn das nicht berücksichtigt wird und der Chapter die dann doch wieder in welcher Form auch in der Lieferverantwortung hat, haben Sie automatisch wieder die Interessenkonflikte eingebaut. Und das passiert halt sehr schnell. Deswegen ist Spotify nicht so gut geeignet für Organisationen, die bisher wenig mit Agilität zu tun gehabt haben. Einfach, weil diese Freiräume zu schnell von Menschen, von Prozessen besetzt werden, die eben nicht agil sind und damit das Ganze eigentlich konterkarieren. Nachteil, es gibt keine Zertifizierung und es gibt keine Transition Roadmap. Das heißt, sie machen es, aber es gibt in dem Sinne keine Bescheinigung von einem Zertifizierungsunternehmen wie Safe oder Less. Das hat den großen Nachteil, gerade in hierarchischen Unternehmen möchten viele Menschen Zertifizierungen haben als Nachweis für deren Kompetenz. Es ist halt einfach so, dass sehr viel auch in Unternehmen nach Zertifizierung gefragt wird. Wenn Sie im Spotify-Modell arbeiten, gibt es diese einfach nicht. Dann gibt es keine Transition Roadmap. Das heißt, es wird praktisch nur beschrieben, wie sieht so eine agile Organisation aus, aber es wird in keinster Weise beschrieben, wie kommt man eigentlich dahin. Das ist bei Safe ganz anders und auch Less hat hier deutlich mehr Dokumentation. Gut, dann ordnen wir diese drei Frameworks doch mal auf unsere Matrix ein. Fangen wir mit Safe an. Safe ist wirklich umfassend. Sie können mit Safe Essentials können Sie den Bereich der Einheit relativ gut abdecken. Wenn Sie dann die größeren Framework-Bestandteile dazu nehmen, wie Large Solutions und Portfolio Management, können Sie auch den gesamten Bereich abdecken. Gerade durch den Bereich Large Solution haben Sie natürlich die Möglichkeit, mehrere Teams für mehrere Produkte auszuprägen. Das heißt, Sie haben dann auch verschiedene Release-Frames. Und im Bereich großer Organisationen ist aber eine Kombination aus den Methoden und Techniken für die Einheit und den Methoden und Techniken für die Organisation. Haben Sie ja beides in Safe. Damit fällt es also auch relativ leicht, also relativ in Anführungsstrichen, große Organisationen abzubilden. Less fokussiert sich ganz klar auf das Liefern von einem Produkt durch diese zentrale Steuerung, durch einen Product Owner und das Runterbrechen in die Area Product Owner ist Less ganz klar fokussiert auf das Liefern von Backlog, ja, auf das Liefern von Produkten. Es gibt keinerlei Beschreibungen oder Methoden und Techniken, um verschiedene Produkte, verschiedene Teams aus verschiedenen Bereichen miteinander abzustimmen. Es ist wirklich fokussiert auf die Lieferung von einem Produkt, von einem Projekt. Spotify geht im Prinzip genau den anderen Weg. Spotify geht davon aus, dass die Squads, dass die Tribes einen Purpose haben und dieses Ziel eigenständig erreichen. Das heißt, sie sind einer Strategie untergeordnet. Wie sie das machen, ist aber deren Thema. Deswegen ist bei Spotify weniger eine Top-Down-Planung relevant, sondern eher eine Bottom-Up-Planung, bei der die einzelnen Teams im Rahmen ihres Zwecks, warum sie existieren, und der Unternehmensziele entscheiden, woran sie als nächstes arbeiten. Natürlich müssen sie sich abstimmen, das tun sie dann aber eher auf strategischer Ebene, um sicherzustellen, dass sie nicht zufällig an denselben Themen arbeiten oder irgendwo blinde Flecken entstehen. Eine taktische Abstimmung, wo es tatsächlich ums tägliche Doing geht, um eine enge Synchronisation, ist hier nicht nötig. Ja, dann zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Es ist vielleicht nicht ganz egal, mit welchem Framework Sie starten, aber die Auswahl ist nicht so fix, wie man sich das vielleicht denkt. Sie können jederzeit über die agilen Retrospektiven auf skalierter Ebene das gewählte Framework erweitern bzw. reduzieren. Wenn Sie also zum Beispiel mit Safe starten, weil Ihr Unternehmen noch gar nicht so lange mit agilen Methoden arbeitet und sich erstmal daran gewöhnen muss, wenn Sie dann nach 2, 3 Jahren merken, okay, die Teams fangen jetzt an eigenständig zu arbeiten, sie brauchen diese ganzen Regularien aus Safe nicht mehr, dann schrauben Sie das einfach zurück, ja, und können dann entsprechend offener arbeiten. Das Ganze geht auch in die andere Richtung. Wenn Sie Spotify einsetzen und merken, okay, wir brauchen eigentlich mehr Abstimmung zwischen den Teams, wir brauchen eine größere Synchronisation, weil die sich ständig gegenseitig auf den Füßen stehen.
dann nehmen Sie halt einfach einige Methoden und Techniken aus dem SAFe oder aus dem Less Framework, erweitern das und schon können Sie auch mit einem ursächlichen Spotify-Modell in einer Einheit, also mit taktischer Abstimmung arbeiten. Die Frage ist also weniger, was ist das beste Tool für mich, sondern eher, wie weit ist denn der Weg, um zu meinem finalen Ziel zu kommen und womit könnte ich starten? Wenn Sie hier aber, warum auch immer, eine falsche Entscheidung getroffen haben, ist das kein Weltuntergang. Sie müssen halt aber nur ein paar Meter mehr gehen. Ja, jetzt hatte ich Ihnen ja drei Dimensionen versprochen. Zwei haben wir schon abgehakt. Die dritte geht eher Richtung Unternehmenskultur. Eine Unternehmenskultur kann ich etwas platt ausgedrückt in zwei Extreme unterteilen. Das erste ist das sehr klassische, hierarchische, fast patriarchische. Ein Chef, eine Führungskraft geht vor und seine Mitarbeiter folgen. Ja, tun einfach das, was ihnen gesagt wird. In dem anderen Extrem habe ich eine sehr selbstorganisierte, offene Unternehmenskultur. Das heißt, hier gibt es nicht unbedingt einen Chef. Entscheidungen werden durch die Mitarbeiter getroffen. Die treffen diese Entscheidungen im Sinne des Unternehmens anhand der Strategie und Vorgaben, die sie kriegen. So, hier habe ich natürlich einmal schwarz-weiß aufgelistet. Die Wahrheit ist natürlich immer grau. Um das ein bisschen besser einschätzen zu können, wo stehen Sie eigentlich mit Ihren Unternehmen, empfehle ich die Nutzung der 5 Dysfunktionen eines Teams, publiziert von Pratik Lencioni. Hier beschreibt er 5 Dysfunktionen, die verhindern, dass ein Team effizient und offen zusammenarbeiten kann. Diese 5 Dysfunktionen sind hier unten aufgelistet. Wir haben einmal das Thema Vertrauen. Das trauen sich die Menschen oder misstrauen die sich? Denn nur wenn die Leute sich vertrauen, können sie auch Konflikte offen und fair austragen. Das heißt, das beeinflusst direkt die nächste Dysfunktion, die Konfliktfähigkeit. Ja, nur wenn ich Konflikte auch austrage und nicht hinterm Berg halte, kann ich tatsächlich auch zu Entscheidungen kommen, die die gesamte Mannschaft unterstützen kann. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Faktor für die nächste Dysfunktion, das Commitment bzw. das fehlende Commitment. Ich habe das relativ häufig gesehen in der Vergangenheit, dass Entscheidungen getroffen werden und im Nachhinein durch die Leute, die von dieser Entscheidung diese Entscheidung nicht mitgetragen haben, dann in den Meetings immer wieder in Frage gestellt werden. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich nicht wirklich effizient vorangehen. Daraus folgt auch gleich eine mangelnde Verantwortung. Wenn ich kein Commitment habe, übernehme ich auch nicht Verantwortung dafür, dieses Ziel zu übernehmen. Ja, das ist also die vierte Dysfunktion. Und das letzte ist praktisch die Königsdisziplin, Ergebnisorientierung. Natürlich, jeder verfolgt ein Ergebnis. Die Frage ist aber, welches? Hier steckt dahinter, dass die Mitarbeiter, die Führungskräfte, die Menschen in dem Unternehmen nicht ihr Ego, ihre eigenen Ziele und Ergebnisse in den Vordergrund stellen, sondern die Team-Unternehmensziele. Ja. Nur wenn diese 5 durchgängig erreicht sind, haben Sie eine voll offene, in Klammern agile Unternehmenskultur, mit der Sie dann auch voll agil arbeiten können. Hier sehen Sie die 5 Dysfunktionen noch einmal zusammengefasst in der Pyramide aus dem Buch von Patrick Lencioni. Sie können praktisch für jede dieser Dysfunktionen einen Reifegrad feststellen. Hierfür gibt es ein Set an Fragen. Link kommt später noch. Und Sie können dann für jede Dysfunktion eine Bewertung der Kultur vornehmen in drei Kategorien. Erstens eher klassisch, also das Hierarchische. Ja. Hier sind die Mitarbeiter es gewohnt, Handlungsvorgaben zu kriegen und nach Richtlinien zu agieren. Hier passt natürlich SAFe relativ gut mit seiner Fülle an Richtlinien und Vorgaben. Der zweite Reifegrad kann man bezeichnen als Kultur im Wandel. In diesem Reifegrad müssen Sie die Balance finden. Auf der einen Seite werden Sie noch viele Mitarbeiter haben, die mit Agil noch nicht viel anfangen können. Auf der anderen Seite sind einige Mitarbeiter schon so weit, dass sie sich völlig eigenständig weiterentwickeln wollen. Hier ist ein bisschen schwierig, wirklich den Mittelweg zu finden zwischen Regulieren und Offenheit. Mit Less haben Sie hier ein ganz gutes Startpaket, wenn Sie sich auf einen Piloten fokussieren. Also eine komplett skalierte Organisation ist mit Less im Start einfach schwierig.
Der dritte Reifegrad ist die offene Kultur. Hier sind die Mitarbeiter es gewohnt, eigenständig Entscheidungen zu treffen und autonom zu handeln. Da würden zu viele Regeln eher kontraproduktiv sein, weil sich die Mitarbeiter eher eingeengt fühlen. Ja, deswegen ist Spotify hier vermutlich die beste Wahl. Das Schöne an diesem Modell ist, es ist relativ einsichtig, hat aber einen recht tiefgehenden Hintergrund und Sie können mit relativ wenig Fragen eine Einordnung vornehmen, um schon mal eine Standortbestimmung zu machen. Letzten Endes haben wir 3 Fragen pro Diskfunktion, also 15 Fragen, und mit dem können Sie eine Einordnung schon relativ gut vornehmen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, das ist ein Fragenkatalog, und Sie sollten das immer so beantworten, wie bewerten Sie Ihre Organisation? Sie sollten sich also nicht selber bewerten. Hintergrund ist, in meinen Trainings, wenn es immer auf das Thema Kultur geht, sagen alle, das ist eine super Sache, aber die anderen machen das hier nicht. So, wenn jeder der Meinung ist, er handelt entsprechend, warum machen das dann die anderen nicht? Weil die sind ja im selben Kurs und sagen auch, sie machen das. Das heißt, Fremd- und Eigenwahrnehmung geht hier immer ein bisschen auseinander. Deswegen bewerten Sie einfach Ihre Kollegen, Ihre Organisation als Ganzes und gehen nicht von sich selbst aus. Im Weiteren habe ich jetzt für eine Dysfunktion mal die Fragen aufgelistet. Und ich schlage vor, dass Sie diese Fragen mal für Ihre Organisation beantworten. Für jede Frage gibt es 3 mögliche Antworten. Erstens, Sie beantworten die Frage mit selten bis gar nicht. Zweitens, Sie beantworten die Frage mit manchmal bis gelegentlich. Und drittens, also 3 Punkte, Sie beantworten die Frage mit für gewöhnlich oder in der Regel. Gehen wir die Fragen mal kurz durch. Die Mitarbeiter, insbesondere Führungskräfte, es geht also nicht nur um die einzelnen Mitarbeiter, sondern um die gesamte Organisation, entschuldigen Sie schnell und aufrichtig, wenn Sie etwas Unpassendes oder potenziell Teamschädliches gesagt oder getan haben. Jetzt die Zahl hinterschreiben. Zweite Frage. Die Mitarbeiter geben ihre Fehler und Schwächen offen zu. Dritte Frage. Die Mitarbeiter kennen das Privatleben ihrer Kollegen und unterhalten sich auch ohne weiteres darüber. Immer dran denken, gehen Sie nicht von sich selbst aus, auch nicht unbedingt von Ihren nächsten Kollegen, sondern wie bewerten Sie Ihre Organisation, Ihre Einheit? Jetzt haben Sie vermutlich 3-mal irgendwelche Punktzahlen hinter die Fragen geschrieben. Jetzt summieren Sie das Ganze und Sie müssen jetzt in Summe zwischen 3 und 9 Punkten haben. Wenn Sie andere Punkte haben, ist irgendwas schiefgelaufen. Und nun können Sie praktisch die Dysfunktion Vertrauen bzw. mangelndes Vertrauen bewerten. Bei 3 bis 5 Punkten sind Sie eher in einem klassischen Umfeld, was eher hierarchisch geprägt ist. Zumindest in dieser Dimension Vertrauen. Wenn Sie 6 bis 7 Punkte haben, sind Sie im Wandel. Also teilweise wird das schon sehr offen gemacht, teilweise noch nicht. Haben Sie 8 bis 9 Punkte, sind Sie wahrscheinlich in einem hochagilen und offenen Unternehmen. Diese Bewertung können Sie jetzt praktisch für jede dieser 5 Dysfunktionen machen und können dann halt gucken, wo ist eigentlich der Schwerpunkt meines Unternehmens. Sind Sie also eher klassisch unterwegs, im Wandel oder offen? Dass Sie wirklich in jeder Dysfunktion immer denselben Reifegrad haben, ist eher unwahrscheinlich, deswegen geht es ja eher um Schwerpunkte. Nun haben wir also 3 Dimensionen. Wir haben die Produktbreite, wir haben die Produkttiefe und wir haben die, ich nenne es mal, kulturelle Reife. Mit diesen 3 Dimensionen können Sie jetzt eine Matrix aufreißen und gucken, was ist denn ein guter Einstiegspunkt für meine agile Skalierung. Ja, ich betone immer Einstiegspunkt, das heißt, Sie fangen damit an, wo Sie am Ende rauskommen, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Wenn Sie sich jetzt diese Matrix anschauen, ich habe da 3 Quadranten gewählt, 1 für Einheit, 2 für große Organisation und 3 für normale Organisation. Das ist auf der Tabelle in der Y-Achse. Auf der X-Achse haben wir die 3 Reifegrade, also eher klassisch, im Wandel oder offen. Und je nachdem, wie Sie in Ihrem Unternehmen die Bewertung, die Evaluierung, was das Ergebnis der Evaluierung ist, haben Sie hier einen recht guten Startpunkt. Beispiel, wir sind im Quadrant 1, das heißt, Sie haben nur ein Produkt oder wenige Produkte und zu diesem Produkt werden mehrere Teams bündig, das heißt, Sie haben eine hohe Produkttiefe.
Wenn Sie jetzt in einem eher klassischen Unternehmen sind, brauchen Sie noch viele Richtlinien und Vorgaben, da SAFe natürlich das Framework der Wahl. Sind Sie im Wandel? Das heißt, Sie haben schon einige Leute, die agil unterwegs sind, die in Richtung Selbstorganisation gehen. Da kann LESS ein sehr guter Einstiegspunkt sein. Vermutlich müssen Sie aber an einigen Stellen das noch mit Techniken und Methoden aus dem SAFe Framework bereichern. Wenn Sie schon ein sehr offenes Unternehmen haben und halt ein Projekt haben, also praktisch ein Backlog abarbeiten müssen, dann ist LESS natürlich die beste Wahl, weil das den meisten Mehrwert bringt mit den wenigsten Regularien. Ja, kommen wir zum Ende und fassen es zusammen. Wie kommen Sie zu Ihrem eigenen agilen, skalierten Framework? Erstens, evaluieren Sie Ihre Organisation oder eben auch Teil der Organisation nach Produktbreite und Tiefe. Zweitens, prüfen Sie unbedingt die Möglichkeit einer Umstellung der Organisation nach Wertstrom. Das wird Ihnen später die Arbeit massiv erleichtern. Es ist aber, und das ist meine Erfahrung, nicht immer einfach, gerade wenn man nur eine kleinere Abteilung hat und nicht das ganze Unternehmen beeinflussen kann, wirklich schwierig, da durchzugreifen. Aber wenn möglich, machen Sie das. Drittens, evaluieren Sie die Unternehmenskultur mit den 5 Dysfunktionen. Sie können natürlich auch eine andere Art und Weise nehmen, mit dem Sie die Kultur bewerten, aber für mich ist die einfach und nachhaltig. Viertens, aufgrund dieser Faktoren wählen Sie den Startpunkt Ihrer Überlegungen aus der Indikationstabelle. Hier noch einmal der Hinweis, es ist ein Startpunkt, es wird mit Sicherheit nicht das Ziel oder das Ende Ihrer Reise sein. Fünftens, passen Sie das gewählte Framework auf Ihre Bedürfnisse an. Es muss für Sie passen und nicht, dass Sie sich an das Framework anpassen. Ja, dann noch ein Tipp für einen Hinweis. Die Punkte 1 bis 4 können sinnvoll durch Experten unterstützt werden. Sie könnten es aber eigentlich auch selber machen. Ja, und hier noch mein letzter Hinweis. Wenn Sie dann anfangen, das ausgewählte Framework anzupassen auf Ihre Bedürfnisse, auf Ihr Unternehmen hin, nehmen Sie unbedingt Experten im skalierten, agilen Umfeld hinzu. Das ist extrem wichtig, weil Sie sehr schnell sonst wieder dazu neigen, Ihre alten Verhaltensweise, Ihre alten Muster und Prozesse in die neue Welt zu übertragen. Und das Schlimme ist, Sie merken das noch nicht mal. Das ist mir passiert, als ich bei Heidelberg Zement meine Skalierung gemacht habe. Wenn Sie einen Experten aussuchen, sorgen Sie dafür, dass dieser nicht in ein bestimmtes Framework verliebt ist, ja, sodass er halt nur Zertifizierungen in einer skalierten Methode hat oder grundsätzlich nur SAFe oder grundsätzlich nur LESS macht. Im Zweifelsfall nehmen Sie sich durchaus 2 verschiedene Berater, die praktisch die verschiedenen Schulen vertreten, und dann können die in einem offenen Konflikt, und das meine ich wirklich im positiven Sinne, die beste Lösung für Sie finden. Ja. Und damit sind wir schon am Ende dieses Webinars angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen mit meinen Tipps weiterhelfen konnte und Sie jetzt eine gute Basis haben, um die richtige Entscheidung für Ihr zukünftiges Framework zu treffen.